im großen Namen nicht zu Ende gehen. Er hat Pläne. Für Elektroautos sieht er einen Markt. Und noch immer sucht er Anerkennung. Als er seinen Reichtum noch hatte, wurde er selbstverständlich bewundert. Geld ist natürlich einerseits Maßstab des Erfolges, aber auf der anderen Seite ist für mich Geld eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also ich kann es benutzen, um neue Ziele zu erreichen, die ich mir gesetzt habe. Private Ziele genauso wie geschäftliche Ziele. Geld als Selbstzweck ist zu einfach nur schön zu finden, es zu besitzen. Dieses Gefühl habe ich nicht. Reichtum ist für mich oder Geld ist für mich, man braucht es zum Leben, man hat eine Verantwortung für die Familie, aber jeder, der mich kennt, weiß, ich habe keine extrovertierten Hobbys oder sonstiges. Man kann vieles mit Geld erkaufen, sogar manchmal Gesundheit, aber nicht alles. Geld macht frei. Und wenn du Geld hast, dann kannst du andere Dinge bestimmen. Du kannst von heute auf morgen wegziehen aus einer Stadt, die dir nicht gefällt. Du kannst gewissen Zwängen entfliehen, denen du unterworfen bist, wenn du kein Geld hast. Also macht Geld glücklich. Januar 2009. Auf den Schienen einer Regionalstrecke in der Nähe von Blaubeuren findet die Polizei die Leiche eines Mannes, der sich das Leben genommen hat. Es ist Adolf Merkle, Eigentümer eines Firmenimperiums. Geschätztes Privatvermögen 13 Milliarden Euro. Auf der Liste der reichsten Deutschen stand Merkle an 7. Stelle. Warum? Diese Frage verfolgt Philipp Daniel Merkle, einer der Söhne des Verstorbenen. Wenn er mit seinen Beratern am Ufer des Wörthersees spazieren geht, macht er nicht den Eindruck, als hätte er eine Antwort auf diese Frage gefunden. Wie verzweifelt muss sein Vater gewesen sein, um auf eine solche Art aus dem Leben zu scheiden? Was macht das Geld mit den Menschen? Was machen Menschen mit Geld? Was ist der Preis? So ein Drama lässt sich letztendlich nicht wirklich beschreiben oder abbilden, weil es gibt so viele Aspekte, so viele Hintergründe oder auch das Innerfamiliäre. Einer meiner Punkte hat sich damit letztendlich auch manifestiert, dass ich sage, wir können uns eine Wirtschaft nicht leisten, die das Menschliche ausschließt. Warum? Zum Abschied erweisen ihm alle die letzte Ehre. Zu seinen Lebzeiten war Adolf Merkle der Stolz der Stadt. Jetzt fragen sich die Leute, wie konnte sich einer wie er nur so verrennen? War es die Gier? Es war ein Zustand eingetreten, in der alles als machbar, in die Möglichkeiten, die er sich erschlossen hatte, ihn ableiten ließ. Er kann das machen, er kann eben in diese Größenordnung hineinwachsen und das ist möglich und jenes ist möglich. Und dass ich aber dann letztendlich entfernt hatte schon von den wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten oder letztendlich in eine virtuelle Welt entfernt hatte. Bei seinen letzten Geschäften verlässt Adolf Merkle das Glück. Er agiert panisch, spekuliert und setzt auf fallende Kurse. Mein Vater hat ja gesehen, dass so wie er es gemacht hatte, es eben nicht mehr weitergeht und hatte dann immer noch versucht, noch letzte Rettungsanker zu werfen, die ja immer noch mehr explodierten oder noch zu immer noch größeren Katastrophe führten. Das waren ja dann auch die Aktienspekulationsthemen, die in der Öffentlichkeit da vielfach diskutiert wurden. Das waren ja alles noch Verzweiflungsversuche, sag ich mal. Für immer wird der kleine Ort Blaubeuren für ein Drama von Shakespeare'schem Ausmaß stehen. Adolf Merkle griff zu den Sternen und stürzte tiefer ab, als es sich je ein Mensch vorstellen konnte. Was machen Menschen mit Geld? Und was macht das Geld mit den Menschen? Ich habe ein wahnsinniges Mitleid mit dem Menschen als solches gehabt, weil mir völlig klar ist, aus
der eigenen Erfahrung, der Gedanken, was und welche Verzweiflung, welche Einsamkeit man spüren musste, insbesondere wenn man auch noch Streit in der Familie hatte, den man selbst provoziert hat, dass man dann so einsam ist, dass man das als einzigen Weg sieht. Das hat mich betroffen gemacht. Das Erste war, wie kann ein Mann, der so viel Geld besitzt, so viel Werte um sich herum hat, so ein Risiko spielen, so ein Spiel zu machen, das ihn praktisch, wenn es schief geht, an den Rand des Ruins bringt. Das war für mich ein bisschen unverständlich. Ich kann durchaus verstehen und auch nachempfinden, was in diesem Mann vorgegangen sein muss, als alles das, was er sich aufgebaut hat, drohte zusammenzubrechen und auch im Einzelnen zusammengebrochen ist. Das kann ich nachvollziehen, dass das für ihn große Schmerzen, große Enttäuschung bereitet hat. Zweifel am eigenen Selbstwert, Zweifel an seiner eigenen Lebensaufgabe. All das kann ich nachempfinden und auch nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist den Freitod zu wählen und sich, das muss man ja fairerweise so sagen, sich der Verantwortung zu entziehen. Das ist für mich genau das Beispiel, wo das ganze Selbstverständnis nur an der Funktion aufgehangen war. Und wenn dieses Kartenhaus dann zusammenbricht, dass man selber als Mensch dann zusammenbricht. Und das, muss ich sagen, könnte ich bei mir schwer vorstellen. Weil ich eben glaube, ich definiere mich nicht über meine Macht oder meine Position, die ich habe. Professor Thomas Drujen, Vermögensforscher an der Sigmund-Freud-Universität von Wien, hat die Welt des Reichtums vermessen. Ihm haben sich Millionäre und Milliardäre anvertraut. Aus Deutschland und ganz Europa. Er weiß, wie die Mehrheit dieser Klientel denkt. Und wie es derzeit um sie steht. Da kann man wirklich eindeutig belegen, dass mit dem proportionalen Zunahme des Geldes keine proportionale Zunahme des Glücks vorliegt. Überhaupt nicht. Im Gegenteil haben wir beobachtet, also gerade hier bei uns im deutschsprachigen Raum, dass Ängste, Sorgen, was wird aus den Kindern, wie geht's mit der Familie, sich im Grunde durch alle Milieus zieht, bis in Milliardärshaushalte. Also dass sich durch fundamental viel Geld sozusagen die innere Welt verändert, das stimmt nicht. So, das ist, wenn man Kaltschlag macht. War ganz schlecht. Muss ich noch einen machen. Joachim Hunold liebt den dezenten Auftritt. Als Student hat er in Düsseldorfer Altstadtkneipen gekellnert. Eine Zeit, die er als sein Psychologiestudium bezeichnet. Mit Geld zu spekulieren ist ihm fremd. Da war er immer äußerst konservativ. Nee. Gib auf. Ich habe wirklich, als ich einfacher Mitarbeiter schon vor LTU-Zeiten war, ich habe immer geguckt, dass ich viel Geld und nicht Anlage, sondern viel Liquidität auf der hohen Kante hatte und habe dann irgendwann angefangen, mir so ein Polster aufzubauen, dass ich in dem jeweiligen Lebensstandard hätte 5 Jahre weiterleben können. Das heißt, was ich versucht habe, ist, mich nie vom Job oder von der Position, die ich gerade habe, abhängig zu machen, sondern eben mir die Unabhängigkeit dadurch erkauft, dass ich eben viel auf der hohen Kante hatte. Und dadurch war ich natürlich auch freier in der Argumentation. Hunold hortet das Geld. Er ist ein Visionär, der weiß, wann der rechte Zeitpunkt gekommen ist. Wenn es sein muss, ist er bereit, alles einzusetzen. Mein Vater hat damals nur einen Satz zu mir gesagt: Junge, wenn du im Leben was erreichen willst, dann musst du mal ein Risiko eingehen. Und dieser Satz hat eigentlich alles beinhaltet. Er hat nicht gesagt, ich unterstütze dich, aber er hat mir irgendwo den Rücken gestärkt und hat mir eben eine gewisse Weisheit mitgegeben. Und die habe ich dann auch beherzigt. Und als ich die Air Berlin gekauft habe, habe ich alles, was ich hatte, eingesetzt. Das war schon eine schwierige Zeit, wo ich alles in die Waagschale geworfen habe. Er hat den Rat seines Vaters befolgt. Heute ist er am Ziel. Hunold ist unabhängig.
Ein Selfmade-Man, der es geschafft hat.